Guten Morgen, Freunde. Zeit für Frühstück. Also, wenn das nicht gleich geil wird, Leute, dann weiß ich auch nicht. Das sind diese Oreo-Cereals, die ich letztens beim Einkaufen mitgenommen hatte. Okay, was zur Hölle? Das muss ich unbedingt mitnehmen. Das verkosten wir. Eines müsst ihr übrigens wissen. Meine absolute Guilty Pleasure sind alle möglichen Frühstückscerealien. Ich esse jeden Tag mindestens eine Schüssel. Meistens abends, lustigerweise. Und das schon seitdem ich ein kleines Kind bin. Schoko ist der Knusperbär. Keiner knuspert mehr als er. Also Expertise ist da. Ich erhoffe mir jetzt viel. Okay, trocken. Die hier oben drauf liegen, sind schon mal fantastisch. Schmeckt 1:1 wie der Oreo-Keks. Aha. Ja, das Weiße kann nicht so ganz mithalten mit der echten Füllung. Grüße gehen, by the way, raus an alle, die gerade auch essen. Schreibt mir immer, ihr guckt meine Vlogs, während ihr esst. Taste! Test! Mhm. Also diese Kringel hier, die erinnern schon mal an Fruit Loops so ein bisschen. Und ich muss sagen, ich finde es okay, aber es haut mich jetzt nicht so krass vom Hocker, wie ich gedacht hätte. Ist aber auf jeden Fall nice, das mal probiert zu haben. Ich persönlich finde die trocken geiler als eingeweicht in der Milch, weil es irgendwie dann mehr an das Original, also den Oreo-Keks erinnert. Und hiermit willkommen zum neuen Vlog. Wir sind am Flughafen. Nicht, weil ich wegfliege, sondern weil Dill heute endlich wiederkommt. Oh mein Gott, diese Wochen sind so langsam vergangen wie zuletzt, als ich 3 Jahre alt war. Habt ihr das auch, dass irgendwie die Zeit jedes Jahr schneller vergeht? Ich habe letztens die Oma gefragt, ob es mit 80 immer noch schneller vergeht. Und sie hat gemeint, ja. Jedes Jahrzehnt vergeht schneller. Das heißt, als Oma kommt einem ein Jahr dann tatsächlich vor wie 2 Monate oder so. Richtig erschreckender Fun Fact, oder? Anyway, schauen wir mal, wann er rauskommt. Ich kann nicht glauben, wann ist es so weit gekommen, dass ich mit so einer dicken Jacke hier drunter nach draußen gehe. Wo ist der Sommer hin? Es ist ein ganz crazy Gefühl, jetzt immer ins Büro zu fahren. Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig adulting-mäßig. Ich bin gerade in eine Zuschauerin reingelaufen und das Erste, was wir zusammen machen, ist Insektenchips verkosten. Hier sind einfach diese Viecher hier drin als Mehl. Schmeckt eigentlich voll gut. Ja? Mhm. So, jetzt probiere ich. Du fandest es sehr gut. Ja, ich fand es echt gut. So sieht es aus. Diese dunklen Dinger sind wahrscheinlich irgendwelche Köpfchen und Beinchen. Oha, das schmeckt richtig gut. Ja, das schmeckt echt überraschend gut. Würde niemand checken, dass da Insekten drin sind. Und jetzt haben wir uns ein veganes Schokocroissant gegönnt. Mit großer Empfehlung. Sie hat übrigens auch einen Instagram-Account, wo sie geile vegane Rezepte macht, falls ihr ihn besucht. Toll, danke schön. Wie heißt du nochmal? Aye. In meinem Blog heißt Aye Cooks. Das sieht doch schon mal aus wie ein Traum, okay, oder? Cheers. So gut. Mm. Mhm. Sehr geil. Jetzt nochmal richtig gut mit der Schokocreme. Mhm. So sieht das von innen aus, Leute. Danke für die Empfehlung. Es ist so geil. Wie ein haarigere Litschi irgendwie. Ja, stimmt. Interessant. Wie heißt das? Rambutan. Okay, das kostest du jetzt auch nochmal. Sagst uns dann, was der Unterschied zu einer Litschi ist. Schmeckt nicht so intensiv, ein bisschen härter. Und sonst sehr ähnlich zu einer Litschi eigentlich. Echt spannend, geil. Aber Litschis finde ich besser, glaube ich. Mhm. Der Kern ist wesentlich heller. Mhm. Freunde, wie ihr gut im Hintergrund erkennen könnt, ich drehe gerade Video und jetzt hat mich der Zurückgekehrte überrascht. Mit neuen Fischen, sind die nicht süß?
Die sind gerade so mega, mega matt. Wenn ihr die vergleicht mit der Farbintensität von denen in unserem Aquarium. Guckt mal, was ich noch gekriegt habe. Ich bin gerade den Tränen nahe. So kleine Erbsenkugelfische. Kugelfische, Leute! Das sind die süßesten kleinen Geschöpfe auf Gottes Erden. Wie lustig die rumschwirren. Und wie man die kleinen Flösschen gar nicht sieht. Das sind wie so kleine Köffer halt einfach nur, die so im Wasser rumfliegen. Ach Leute, ich bin so glücklich. Die Augen, habt ihr die gesehen, wie die so gucken? Wir müssen die jetzt sofort eingewöhnen und dann ins Aquarium geben. Ist das nicht toll? Und die vertragen sich wirklich mit den anderen Fischen, hat er gesagt? Er hat gesagt, das ist nur ein Problem mit langen Flossen. Okay. Und dann hat er gesagt, Guppi. Guppi also nicht, aber unsere sind Endlers, genau, mittlerweile. Die haben nicht mehr so lange Flossen. Genau, das sind die ursprünglichen Guppis wieder, weil wir hatten diese ganz krassen Zierfische mit den langen Flossen und die haben sich so oft wieder reproduziert, dass jetzt einfach alle zurück sich entwickelt haben in die Ursprungsform der Natur. Also nicht mehr so bunt und so, wie wir sie gekauft hatten. Was mega spannend ist, wenn ihr da auch vergleicht. So, wir machen da oben jetzt ein Loch rein und dann geben wir von hier eben immer wieder alle paar Minuten Wasser da rein. So lange, bis sie eben dann umgewöhnt sind und dann kann man sie hier reinlassen. Bläplip geht so lange in den Aquarienschrank. Ziehst du da jetzt ein oder was? Neue Wohnung? Sie sind drinnen und guckt euch diesen Unterschied einfach an. Von den neuen zu unseren. So fast kaum durchblutet. Guckt mal, wie süß. Kleines Zwischenlager, kleine Auffangstation. Und jetzt gleich kommen sie in das große Becken. Die kleinen Flossen auf den Seiten. Seht ihr das, wie süß? Wie so ein Kolibri. Leute, der erste kleine Kugelfisch ist am Herumschwimmen und versteckt sich nicht mehr. Irgendwie sieht er aus, als hätte er gerade richtig viel Spaß, wie er da so floatet. Und dann verstecken sie sich immer wieder bei der Oberfläche und fliegen wieder weiter. So eine süße kleine Erbse. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Hier auf so einem kleinen Besen schwebt er so dahin, weil die Flossen bewegen sich so gar nicht. Das sind auch die Guppi-Babys. Seht ihr das Guppi-Baby daneben? Darunter, das halbdurchsichtige. Die freunden sich offenbar an. Oh mein Gott, guckt mal, jetzt seht ihr das Gesicht. Er schwimmt weg, das ist ihm zu creepy hier mit der Kamera vor der Nase. Komm wieder her, du bist so süß, ich will dich doch nur herzeigen. Okay, gar kein Bock. Verschwindet im Dickicht. So, Hebbles und ich. Oder nur ich. Machen jetzt noch einen Beauty-Abend. Und ich muss sagen, es tut sowas von gut, wieder vereint zu sein. Auch wenn ich die ganze Zeit hier oben verbringe, wenn er Homeoffice hat. Es ist ein anderes Gefühl, wenn jemand trotzdem da ist. Jemand sitzt nicht so direkt auf dir drauf, aber es ist Anwesenheit da, wenn du irgendeinen Schwachsinn loswerden willst oder so. Ich nenne ihn mein lebendiges Tagebuch. Was dieser Mann sich schon an Stunden, ich korrigiere, Wochen und Jahren von entweder Zeug angehört hat, das dann eh nie eingetreten ist, bis hin zu Details, die eigentlich absolut irrelevant sind. Ich finde, egal in welcher Form so eine Person in dein Leben kommt, als Verwandte, Mama, Schwester, Freundin, Cousine, Partnerin, schätzt diese Leute und sagt ihnen ab und zu mal, wie viel sie euch bedeuten, weil das ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand das antut. Ich meine, es beruht ja immer auf Gegenseitigkeit, dass, also sollte es, dass man quasi füreinander so da ist. Und krasser Themenwechsel, Leute. Ich muss offenbar den Sommer doch noch nicht abschreiben. Es geht nochmal ins Warme zu dritt. Ohne Witz, ich hätte niemals gedacht, dass ich nochmal ein Bikini tragen werde dieses Jahr. Aber ja, es ist zu einem besonderen Anlass. Mehr kann ich dazu jetzt gerade noch nicht sagen. Jetzt bin ich eine von diesen YouTubern geworden. Sonst nehme ich etwas vorweg, aber es wird alles Sinn ergeben. Was ich allerdings vorwegnehmen kann, ist, dass wir dort Halloween feiern werden. Und ja, ich habe mir so eine Maske bestellt. Es hat mir irgendwie so Ariana Grande-Vibes gegeben. Und wenn ich das aber anhab, sehe ich irgendwie mehr aus wie so ein schielender Käfer. Abgesehen davon ist dieser Nasensteg hier viel zu kurz. Oder meine Nase ist zu lang. We don't know. Sitzt auf jeden Fall nicht ganz so geil, wie ich das gerne gehabt hätte. Boah, und es war auch so instant schwitzig da drin, wie so eine kleine Sauna. So, that was a fail. Wir haben jetzt gesagt, dass wir irgendwie was Neutraleres machen wollen, was man auch in normalen Klamotten zu Halloween tragen kann. Wenn ihr dazu irgendwelche Inspos habt, haut sie mir gerne in die Kommentare. Dann seht ihr eure Kostümidee vielleicht dann im Vlog. Es wären auch cool Kostüme für drei Mädels. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Vlog. Oh mein Gott, es gibt eigentlich nie ein Outro hier. Goodbye.